Ich kenne mich mit Makros nicht aus. Ich auch nicht, Jenny. Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Es passt sich so an, dass die genau mit meinen Stats aufgehen. Okay, überhaupt. So. Bin ready. Ich muss mir sowieso dann erstmal all die Crafter, aber bevor ich die Crafter hochlevel, mache ich sowieso erstmal die Sammler. So, Schatz, ich bring dich jetzt noch an einem Ort. Mhm. Dann kriegst du nämlich nochmal gut Erfahrungspunkte. Ach, da bist unten. Aus dem Level 88, ne? Sehe ich gerade. Habe ich gar nicht mitbekommen, den Levelaufstieg. Ist schon einiges, ein bisschen her anscheinend. Hier oben, dann hast du nämlich die ganze Karte offen. Das gibt nämlich nochmal 260.000 Erfahrungspunkte. Und... No, da ist ein Punkt. Ja, den habe ich schon, Ist aber voll schön hier, ne? Hier würde ich auch gern wohnen, guck mal. Das hier wäre ein mega guter Platz für die Farm. Na, sag sowas nicht. Ich glaube immer noch, dass die Farm eher nach Labyrinthos kommt. Hm. Meinst du da, wir wären da überhaupt noch gern gesehen? Warum nicht? Ich fände das so geil, so typisch, so stell dir mal vor, so Cutscene-mäßig. Alle sind schon auf dem Weg gerade, so richten sich am Mond ein und dann kommt da so einer: Rückzug! Wir haben es geschafft! Unsere Erde lebt doch noch! Und dann alle wieder Abmarsch. Alle zurück. Ich möchte einfach nur das verschmitzte Lächeln von Alize und Alfino sehen, wenn die ihrem Vater gegenüberstehen und sagen: Easy. Aber jetzt schauen wir erstmal, ne? Oh, okay. Große Ereignisse bahnen sich an. No! Tschüss, bis später. Das Portal, das dich hierher gebracht hat und wieder zurückbringen wird. Es ist also hier drin? Mhm. Ich muss eigentlich zurück, ich muss meine Welt retten. Möget ihr siegreich aus eurem Kampf hervorgehen. Nutze, was du hier gelernt hast. Sorge dafür, dass deine Tage in Elbis und das Opfer unserer Freunde nicht umsonst waren. Metheon ist irgendwo da draußen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die letzten Tage anbrechen. Wenn sie kommen, müssen wir vorbereitet sein. Abwehrmaßnahmen müssen ersonnen und Fluchtwege abgewägt werden. Es gibt eine Menge zu tun. Natürlich nur im kleinsten Kreis. Wenn herauskäme, dass unzählige Planeten ihr Ende förmlich herbeigesehnt haben, würden wir Metheon direkt in die Hand spielen. Wir dürfen nur jene einweihen, die diese Bürde tragen können. Gerne hätte ich auch den Konvent der 14 eingebunden. Aber Hermes wollte eine unvoreingenommene Sichtweise wahren. Schwer zu sagen, wie er reagieren würde, wenn er die Wahrheit erführe. Und weitere Feinde können wir nicht gebrauchen. Bleiben er und der Konvent jedoch ganz außen vor, wird es schwierig, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn die Zeit gekommen ist. Eine vertrackte Situation. Vermutlich bleibt mir nur getrennt von den anderen zu agieren. Wie es auch kommen mag, wenn wir diese Sache vollständig aus der Welt schaffen wollen, müssen wir Hermes eine Antwort auf seine Frage liefern. Ihm zeigen, dass wir den Sinn unseres Lebens verstehen. Es wird darauf ankommen, wie wir der unausweichlichen Hoffnungslosigkeit und dem drohenden Tod begegnen, wenn die letzten Tage anbrechen. Wenn wir einfach nur abwarten, wird uns dasselbe Schicksal ereilen wie unzählige Planeten vor uns.
nächsten Tage überleben, noch hätten wir eine Chance, mit Tieren zu besiegen. Wir müssen einen Weg finden, wie wir der Hoffnungslosigkeit entgegentreten können. Und so viele wie möglich auf diese schwere Reise vorbereiten. Es wird nicht einfach sein, zu den Seelen so vieler durchzudringen. Doch ich habe stets an unser Potenzial geglaubt. Es wiegt schwerer als all unsere Fehler. Und deshalb werde ich nicht aufgeben. Die Welt, in die du zurückkehrst, ist womöglich eine andere. Vielleicht ändert sich wegen des Gedächtnisverlustes unserer Freunde aber auch nichts. Wie es wirklich sein wird, wissen wir erst, wenn die Zeit gekommen ist. Ich werde jedenfalls nichts als selbstverständlich ansehen und immer mein Bestes geben. Und dasselbe erhoffe ich mir von dir. Schreite an meiner Seite bis zum Schluss. Für jeden Schritt, den du tust, will ich auch einen tun. Und jene, die an die Zukunft glauben, werden uns dabei begleiten. Und am Ende werden wir die Kraft in uns finden, mit der wir der Verzweiflung trotzen können. Wir werden das Lied vom Ende verstummen lassen. Die, die es singt, soll erfahren, dass unsere Reise noch längst nicht vorüber ist. Hiermit übernehme ich das Amt des Vandanien und werde mich mühen, es mit Ehren zu erfüllen. Mein Blick ist auf den brennenden Himmel gerichtet. In diesem Moment, an diesem Ort. Die fallenden Sterne sind Tränen. Das Meer wird von Klagen getrübt. Verzweiflung lässt die Bäume verrotten. Furcht verwandelt Magie in Abscheulichkeiten. Das maßlose Leid derer, die vor uns gehen. Ein Lied, das das Ende jener besingt, die einst nach einer besseren Welt streben.
am Rande des Universums nistet, ist nicht länger ein Geschöpf der Hoffnung. Es ist der Inbegriff aller Zerstörung. An jenem Tag opferten wir die Hälfte der Unseren, um Zodiac zu beschwören. Verborgen unter dichtem Äther konnte Eteris dem Grauen der letzten Tage entrinnen. Angstvolle Wesen erinnerten uns daran, dass der Tod am Ende unausweichlich ist. Für manche war das zu viel zu ertragen. Sie klammerten sich an die Glückseligkeit vergangener Tage, als all das noch nicht existierte. Ich kann es nicht länger mit ansehen. Wozu all dieses Leid? Alles soll wieder werden, wie es war. Ich will unser Paradies zurück. Unsere herrliche Welt. Nein, meine Freunde. Das Leid existiert. Und wir dürfen es nicht verdrängen. Selbst die mächtigsten Zivilisationen können es nicht ausmerzen. Wenn wir leben wollen, müssen wir es akzeptieren. Wir dürfen diese Tragödie nicht vergessen, sondern müssen sie in unseren Herzen tragen. Nur so erlangen wir die nötige Stärke, die man zum Leben braucht. Nein, ich kann und werde diese Realität nicht akzeptieren. Wir können sie uns zurück. Eine Welt frei von Leid. Nein, das können wir nicht. Auch wenn wir seinen Fängen bisher entkommen konnten, so hat dieser Schmerz doch schon immer existiert. Seht es endlich ein, Leben zu opfern, um Leben zu schaffen. Immer und immer wieder, nur um das Alte zu wahren. Das ist nicht weise, sondern töricht. Werdet nicht zu Knechten der Unbeschwertheit. Kein Reich ist jemals perfekt. Irgendwann findet alles ein Ende. Geschaffen von unserer Hand, bitte erhöre unsere Gebete. Wie du Leben nimmst, so segne uns damit. Führe uns zurück zu besseren Tagen. Zu Tagen, an denen der Planet unsere Liebe erwiderte und wir nichts als Glück und Zufriedenheit kannten. Willst du eine solch schöne Welt wirklich vernichten?
Der endlos weite Horizont. Ein Himmel, in dem man versinken kann. Der ruhige, aber stetige Atem der Natur. Dazwischen jene, die alles mit Leben erfüllen. Ihre Gesichter und Stimmen wärmen mein Herz wie nie etwas zuvor. Sie alle sind wie ein Schatz für mich, den ich beschützen will. Den ich liebe. Trotz alledem oder gerade deswegen glaube ich fest an unser Potenzial. Daran, dass wir allen Widrigkeiten trotzen können. Drum ist es Zeit, den Blick nach vorne zu richten. Wir sind an eine Gabelung unseres Weges gekommen. Die Flüge zum Paradies. Eure flüchtige Allmacht, ihr braucht sie nicht mehr. Dies ist der Beginn einer neuen Reise. Wo man auch hinblickt, Schmerz. Er sticht im Herz und schmiert einem die Kehle zu. In der neugeborenen Welt gibt es nichts als Leid. Leben kommen und gehen wie Wimpernschläge. Doch sie schreiten unaufhaltsam Neuem entgegen. Jeder Moment, von der Geburt bis zum Tod, ist Teil einer Suche nach Antworten. Warum ward uns Leben gegeben? Sind wir doch des Todes geweiht? Erhebt sich das schwache Klagen so kraftvoll? Unvollkommenheit. Oder gerade deswegen setzt ihr eure Suche unentwegt fort. Such weiter nach einer nie erstarrenden Kraft, umso mehr, da du vom Ende weißt. Such weiter. Verwirrten Schritt nach dem anderen. Such weiter nach Freude in den dunkelsten Stunden. Nach dem letzten Licht inmitten der Verzweiflung. Nun stehen unsere Zeitalter kurz davor, sich ineinander zu verflechten. Wenn sich dir der Sinn meiner Worte erschließt und du auf deiner Reise jene Kraft in dir gefunden hast, dich selbst der grausamsten aller Prüfungen zu stellen,
Dann werde ich das Versprechen einlösen, das ich vor so langer, langer Zeit gab. Und wir sind wieder da. Ja. Alles gut, Schatzi? Ja, ja. Ich hab gesagt, das ist gemein, weil sie dir jetzt nochmal alles zeigen. Das war gemein mit dem Untergang von Amaroth. Moment. Nee. Alles gut, ja? Ja. Okay. Dann mal los, ne Altschala, ja, ne? Bescheid sagen, was Sache ist. Glauben die uns das? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Das ist nicht gerade mal so, was der erzählt. Ach ja, hey, Mensch, ich habe zusammen mit dem Emil noch ein paar Aufgaben gemacht. Aber eine Frage habe ich. Illidibus sagte, bevor er sich aufgelöst hat, dass er uns da gesehen hat. Dass er uns kannte. Und die haben ja gesagt, dass bevor man in den Sternengrab geht, bevor man stirbt, sich an alte Sachen erinnert. Wer zum Teufel war denn Illidibus da? Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, Illidibus muss uns ja irgendwann mal da gesehen haben. Aber das ist doch nicht Hermes gewesen. Okay, geht ja jetzt. Der, dessen Rang von Daniel war, das ist Hermes. Genau, der muss aber irgendwann dann gestorben sein, weil dann hat ja Amon den Platz übernommen. Wahrscheinlich nach der Katastrophe oder so, I don't know. Wird ja wahrscheinlich dann gewesen sein, nach der Katastrophe oder so, irgendwie, oder davor. Oh Gott. Vielleicht kriegt man das raus, wenn man Zeitquests macht oder so. Aber es war ja auch bei Emet Selche auch so, dass er dann auf einmal uns irgendwie doch gesehen hat, ne? Bevor er quasi dann ins Nichts gegangen ist, oder? Die schlechten Neuigkeiten hebe ich mir für später auf. Ich weiß nicht, ob deine schlechter sind als meine. Roter Himmel, roter Schnee. Oh je. Viel Spaß beim Duschen, Steven.
Mhm. Ja, gehen wir mal nach Gallemalt, ne? Da brennt alles. Scheiße. Gallemalt brennt. Ist ein Solo-Inhalt gleich, Schatzi. Ach Gott, nee. Doch. Oh. Das heißt, ich muss dich leider verlassen. Ja, Oh, das Laden, ne? Das dauert bei mir so ewig gerade. Komme ich überhaupt noch an? Da. Okay, ja dann. Große Ereignisse bahnen sich an. Dann bis gleich. Warum? Verschworen zu haben. Bewahrt Ruhe! Hilfe ist auf dem Weg! Hierher! Rennt nicht blind ins Eis!
Leute in Sicherheit, Vater. Ich halte die Großen auf. Kümmere du. Ich heile Verletzte und beschütze die Fliehenden. Los! Bin ich jetzt Estinien? Dann spiel ich mal was, was ich gar nicht kann. Ja, ich bin mit Sicherheit Estinien. Oder bin ich Alfino? Ich bin Alfino, okay. Kümmere du dich um die Verletzten. Die Bestien gehören mir. Ja. Balsam für deine Wunden. Ja, gut, dass ich weiß, wie das geht jetzt. Nein. Bürger von Razzatan, wer noch laufen kann, eile zu. Tief. Nichts passieren. Ich werde sie schützen. Streckt ihr die Bestien nieder. Oh mein Gott. Ach, Quatsch. Ich klick die ganze Zeit falsch, ey. Thank you.
eine Bestie übrig. Das sind doch Yolus und die kaiserlichen Truppen. Ihr seid wohl auf. Diesmal bin ich nicht zu spät. Reden können wir nachher. Lasst uns jetzt gemeinsam in die Schlacht ziehen. Gemeinsam mit denen, die uns in der Not halfen. Kämpft mit dem Stolz Galemals! Los, unterstützen wir sie! Sollen wir uns kurz zurückziehen? Auf keinen Fall. Wir haben versprochen, diese Welt zu beschützen. Ich lasse nicht zu, dass die Bestien nun ihre ehemaligen Liebsten verschlingen. Dieser Schmerz muss nicht auch noch sein. Recht so. Komm, entfachen wir ein Feuerwerk. Ja, Rotmagier und Schwarzmagier, das gibt Feuer. Nicht wieder deinen kompletten Äther aufbrauchst? Na dann los! Okay, Rotmagier kann ich noch so ein bisschen. Thank you.
Energie. Sucht Deckung! Ich spüre kein bisschen Äther mehr. Es gibt also wahrlich kein Zurück. Entschuldigt. Wir wollten euch dafür danken, dass ihr uns gerettet habt. Ihr wart es doch auch, die uns bei Purusha geholfen habt, oder nicht? Richtig. Du bist aus Palakas Ruh. Schön, dass du unversehrt bist. Aber dich hat es ziemlich erwischt, oder? Lass mich dich heilen. Schnell, lauft! Von hier! Schnell! Nicht ein Leben sollst du nehmen! Unsere Zukunft! All unsere Hoffnung! Letzte Tage! Hin oder her! Sie bekommt ihr nicht! Meines Vaters in die Knie zu zwingen. Wie sieht das denn aus? Nicht, dass ich jemals an ihre Größe heranreichen würde. Aber es ist höchste Zeit, ihr nicht fortan alle Last aufzubürden. Ihr, zu Isias Klinge und auch zu meiner Klinge geworden ist. Ich wäre auch allein zurechtgekommen. Willkommen zurück, meine Freundin. Bist du gewappnet?
Die Mechanik kenne ich schon von Chocolane. Bitte steigt zügig ins Luftschiff. Wir werden bald ablegen. Um nach Schalayan zu fliehen, oder nicht? Lauert das Ende dort nicht ebenso? Der Magistrat hat eure Leben vertrauensvoll in meine Hände gelegt. Gleichwohl musstet ihr fürchterliches Leid erfahren und schlimme Verluste hinnehmen. Dafür gibt es keine Entschuldigung.
Und ihr habt ganz recht. Das Ende breitet sich aus wie ein Geschwür und ich kann euch wahrlich nicht garantieren, dass Schalayan absolute Sicherheit bieten wird. Oh mein Gott. Dennoch ist unser Wille ungebrochen und unsere Mission klar. Wir wollen helfen. Xenos will eine neue Macht haben. Fällt mir gerade ein. Will er sich die Macht von Meteion schnappen? Meine Landsleute arbeiten just in diesem Moment an einem Schiff, das unser aller Rettung bedeutet. Ein Schiff gen Mond. Deswegen bringe ich euch nach Al-Chalayan. Und ist es erst fertig, werden wir gemeinsam in eine neue Welt aufbrechen. Mitsamt dem kollektiven Erbe unseres Gestirns und ausreichend Versorgungsgütern. Dann danken wir für eure Obhut. Eure Pläne haben sich also geändert. Den Leuten aus Razatan haben die letzten Tage schlimm zugesetzt. Galemald mag nicht weit sein, doch würden wir sie nun diesem Gewaltmarsch aussetzen, würde das nur mehr Leid bringen. Das hatte mir auch Sorgen bereitet. Allerdings bin ich froh zu hören, dass sie nun in guten Händen sein werden. Kümmert euch gut um sie, bitte. Alfino? Seht, da kommt jemand. Oh nee. Hört das denn nie auf? Scheiße. Xenos. Alles ist gut. Geh zum Luftschiff. Dort findest du Sicherheit. Was bei den Göttern soll das hier werden? Da war eine Bestie, die ich noch nie gesehen habe. Also habe ich sie erlegt. Sie war allerdings so schwach, dass ich mich kaum aufwärmen konnte. Was für eine enttäuschende Übung. Übung? Hast du nur deine dumme Revanche im Kopf? Warum sollte ich an irgendetwas anderes denken? Du hast eine andere Beute im Visier, nicht wahr? In dir brennt ein wunderbar heißes Feuer, aber es gilt nicht mir. Und es lässt sich nicht locken, so sehr ich es auch mit Hass und Verzweiflung zum Lohen bringe. Und so wetze ich lediglich meine Klauen. Was sagt ihr denn da? Galemald ist gefallen. Unsere Heimat. Die Heimat, über die ihr geherrscht habt. Die Hauptstadt ist ein Trümmerfeld. So viele Tote. Wir sind Soldaten. Wenn ein Bürgerkrieg ausbricht, dann kämpfen wir. Aber wie viele unschuldige Zivilisten mussten ihr Leben lassen? Schlecht. Familie, Freunde, Landsleute. Sie haben sich alle gegenseitig abgeschlachtet. Nie
wenigen, die diesem Irrsinn widerstehen konnten, sind elendig erfroren. Und dann musste ich erfahren, dass all das euretwegen geschehen ist. Wenn das wahr ist, dann... Wieso? Wozu? Ja, es ist wahr. Und am Ende war alles umsonst. Was? Du verdammter Dreckskerl! Shit. Julius, Zenos hat all deinen Zorn verdient, aber du musst dich jetzt beruhigen. Ich bitte dich. Wenn dich deine Gefühle übermannen, wirst auch du zu einer Bestie. Ob ich dir einen Grund nennen soll. Es klang so, als hättest du gerne einen, um das, was du gesehen hast, zu vergeben, zu rechtfertigen. Wenn dem so ist, wärst auch du nur stumpfes Vieh. Was sind schon Gründe? Die Frage nach richtig oder falsch. All das sind nichts weiter als bequeme Ausflüchte. Alles Schall und Rauch. Hat dich der Krieg denn nichts gelehrt? Glaubst du, Galemalt sei anders? Besonders? Wie oft haben sinnlose Konflikte die Grenze zwischen Gut und Böse verwischt? Schaut euch nur an, wie ihr allzu bereitwillig eure Schwerter im Blut anderer gebadet habt, im Namen der Gerechtigkeit. Dabei seid ihr schon immer blind dem Willen selbstgerechter Intriganten. Gefolgt. Und da fragst du mich nach einem Grund. Lächerlich. Was blickst du zu anderen und fragst nach Erklärungen, nach deren Gründen? Auf der Suche nach einer Antwort könntest du bis ans Ende des Universums reisen und findest doch nur eines. Selbstsucht. Im Sein einen Sinn zu finden. Diese Verantwortung liegt allein bei uns selbst. Ist dein Sinn nun das gezogene Schwert, so werde ich meine Klauen auch an dir wetzen. Existenz ist Gift in Galemals Adern. Ich will dir all meinen Zorn und all meinen Kummer ins Gesicht spucken, auf dass sie dich zerfressen mögen. Aber Alfino hat recht. Es zöge nur eine weitere Tragödie nach sich und ich möchte wahrlich niemand mehr an deinen Irrsinn verlieren. Verschwinde! Und wage es bloß nicht, noch ein einziges Mal vor deine Landsleute zu treten. Zenos! Du hast vielleicht Sinn in dieser Lebensweise gefunden und manches, was du gesagt hast, mag stimmen. Aber wenn du das verachtest, was anderen Sinn gibt, und du dich nur um dich selbst sorgst, wirst du für immer allein sein. Diese Revanche zum Beispiel. Wer sollte sich darauf einlassen wollen? Du benutzt jeden nur für dein eigenes Vergnügen, ohne etwas zurückzugeben. Wie wär's denn, wenn du den Spaß zur Abwechslung mal teilst? Wenn du mal an andere denkst, dich für sie interessierst? Und wenn du das nicht kannst, dann hau ab. Genieß deine Einsamkeit. Du verdienst sie.
Die Luftschiffe sind bereit zum Abflug. Das mit den Bürgern Razzatans bricht gleich auf. Aber mein eigenes wird noch eine Weile ankern. Es steht euch offen, mitzufliegen, so ihr es denn wünscht. Der Bund der Morgenröte hat uns hier und heute vor Schlimmem bewahrt. Wir mögen grundverschiedener Ansichten sein, aber eure Hilfe ist unbestreitbar. Danke für das Angebot. Aber wie lange ist denn eine Weile? Ich werde nach Galemald reisen, um das Ilsabad-Korps über die dortige Lage zu informieren. Nach dem Eingreifen der kaiserlichen Armee betrachte ich es als meine Pflicht, mich dieser Situation anzunehmen. In dem Fall werden wir dich begleiten. Wir kennen beide Seiten der Galeischen Medaille und unsere Einblicke könnten dir nützlich sein. Julus, schließ dich gerne an, wenn du möchtest. Unterwegs kann ich dir erzählen, was es mit den sogenannten letzten Tagen auf sich hat. Unsere jungen Adler werden also endlich Flügge. Na, mein Schatzi? Was ist los? Ich hatte einen kurzen Moment Angst um Alize. Ja, da kam mir dieser Trailer-Dings im Kopf. Witzig. Ich war total überfordert als Alfino. Ja. Auf einmal musste ich Sage spielen. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun soll. Ja, ich war froh, dass ich die Kommandos schon ein bisschen kannte. Alter Schwede. Essen ist da, wollte ich nur sagen. Ach so, jetzt ist schade. Ich hab die Quest hier noch angenommen. Ja, ich noch nicht. Ach so. Ich würde jetzt dann eben aber in die Küche gehen. Sehr gut. Ich guck das hier noch gerade. Mach das. Ah, kann ich die Quest ja schon mal abgeben. Und sie umgehend zu eurer Unterstützung entsendet. Offenbar haben sie euch noch rechtzeitig erreicht. In der Tat. Durch ihr beherztes Eingreifen wurden viele Leben gerettet. Und doch konnten wir nicht allen helfen. Boah. Ihr müsst Lucia Junius sein, die Kommandantin des... Da fehlt halt die ganze Entschlossenheit und jetzt... Gestatten, Fourchenot Leveilleur vom Rat der Philosophen Charlayans. Es ist mir eine Ehre. Erlaubt mir, euch über die aktuelle Lage zu informieren. Verstehe.
haben es also tatsächlich mit dem Ende der Welt zu tun. Sicherlich fühlt es sich gerade wie ein herber Rückschlag an. Aber es war die richtige Entscheidung, zu evakuieren. Es hätte nur zu weiteren Verlusten geführt, hättet ihr eure Stellung mit aller Gewalt verteidigt. Im Zentrum Galemals wurden ebenfalls groteske Bestien gesichtet. Immerhin halten sich ihre Zahlen in Grenzen, da sich kaum mehr Überlebende in der zerstörten Stadt aufhalten. Maxima führt die verbliebenen Truppen des Chors gerade dorthin, um den Rest der Bestien unschädlich zu machen und die Evakuierung der übrig gebliebenen Bewohner zu leiten. Ich möchte um die Unterstützung der kaiserlichen Truppen bitten, sobald alle Luftschiffe gestartet sind. Vertraut ihr uns dafür denn genug? Wäre ich um einen Hinterhalt eurerseits besorgt, hätte ich euch nicht gen Bund der Morgenröte ziehen lassen. Das Ende der Welt wiegt schwerer als alte Feindschaften und jede Hilfe ist willkommen. Wir mögen unterschiedlicher Abstammung sein, gar gänzlich andere Ansichten haben, aber im Moment kämpfen wir alle für dasselbe, für eine Zukunft. Selbstverständlich werden wir helfen. Wir haben geschworen, die kaiserliche Hauptstadt zu schützen. Ich selbst werde mich nun wieder meinen Obliegenheiten zuwenden. Ich danke euch allen erneut für Kooperation und Beistand. Bitte, einen Moment noch. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Es tut mir leid, mein Sohn, aber wenn du mich nun für eure Pläne rekrutieren möchtest, werde ich dir diesen Gefallen abschlagen müssen. Nein, das ist es nicht. Ich möchte lediglich eine Erklärung. Zu Shalayans großem Exodus, die Flucht von diesem Planeten. Ich möchte den Plan in seiner Gänze hören. Kannst du mir denn versprechen, dass du es beim Zuhören belässt und keine Bestrebungen unternimmst, uns zu hindern oder aufzuhalten? Ja, das verspreche ich. Hätte mir ein anderer ein solches Versprechen gegeben, wäre ich zweifelsohne misstrauischer. Aber du hast in deinem Leben noch keines gebrochen. Ich werde deine Bitte dem Rat vorlegen müssen. Sobald eine Entscheidung getroffen ist, lasse ich Nachricht an Baldesions Gelehrte schicken. Ist das akzeptabel? Mehr als das. Vielen Dank. Das lief gut. Kehren wir nach Alt Shalayan zurück. Ich bin schon gespannt, was du uns vom ersten Splitter berichten wirst. Hast du das auch gerade gehört? Was macht der denn da? Pudding! Wo ist der sagenumwobene Pudding des blauen Sterns? Was zum... Was machen die denn jetzt hier? Selbst wenn der Mond mit Gleißen birst, kommt ganz gewiss die Dämmerung am Morgen. Dennoch hätte ich nicht erwartet, euch hier anzutreffen. Hey.
haben uns lange nicht gesehen, Freunde. Wie ihr seht, hat mich unser Gestirn seit eben wieder. Uriangée, was machst du hier? Und ist dir in deinem Aufzug überhaupt nicht kalt? In der Tat wird es wohl nicht mehr lange brauchen. Und die eisige Hand des Todes wird mich dahingerafft haben. Wow. Deshalb lasst mich schnell erklären, warum wir hier sind. Niemand, keine einzige Seele, ist nämlich zu uns auf den Mond geflohen. Und das, obwohl wir den Anfang des Endes beobachtet haben. Ja, brauchen vielleicht schon ein bisschen Zeit, Kinders. Aber wir haben auch nichts davon gehört, dass die Evakuierung abgesagt wurde und nun gar nicht stattfindet. Vielleicht gibt es Probleme mit den Vorbereitungen zur Abreise, dachten wir uns, und wollten helfen kommen. Außerdem hat Uriangée so sehr von Eteris geschwärmt, dass wir den Planeten unbedingt mit eigenen Augen bestaunen müssen. Richtig, bevor der Planet endgültig hops geht. Wow. Pudding, echter Pudding, nicht Uriangées. Lang ersehnter Pudding. Mein Herz verzehrt sich nach dir. Hey, ihr raubauzigen Rüben. Kein Fünkchen Anstand in den langen Löffeln. Wie gesagt, wie auch immer die Entscheidung der Bevölkerung von Eteris ausfallen wird, wir sind hier, weil wir helfen wollen. Heidelin schuf uns aus ihrer unbändigen Liebe zum Leben und dem Wunsch, es zu schützen. Demnach ist es nicht nur unsere Pflicht, euch zu unterstützen, wo wir nur können, sondern vor allem ist es unser größtes Vergnügen. Vom fernen Mond aus gestaltet sich das aber schwierig. Wie sollen wir je verstehen, was ihr fühlt, denkt und braucht, wenn wir so weit von euch entfernt sind? Je mehr wir uns mit Uriangée unterhielten, desto schmerzlicher wurde uns das bewusst. Bitte lasst uns durch euren Kopf hopsen. Erlaubt uns zu lernen, euch zu verstehen. Was? Und euch zu helfen. Nee, danke. Immer ihr auf Probleme. Ja, alles gut. Wow. Macht das Licht aus! Verzeiht, aber handelt es sich bei diesem Wesen um. Meister Fourchenon, es ist lange her. Sie sind die Helfer Heidelins. Diejenigen, die ihr eure Unterstützer auf dem Mond nennt. Oh, seid ihr jemand vom Rat der Philosophen? Wie aufregend, euch endlich treffen zu können. Ich bin Livingway, die rechte Hand Heidelins. Verstehe. Ich und der Rat der Philosophen heißen euch und die Euren herzlich auf unserem Planeten willkommen, Irren. Ihr lagt mit eurer Einschätzung in der Tat sehr richtig. Bei unseren Vorbereitungen zum Mond aufzubrechen sind wir auf zahlreiche Schwierigkeiten gestoßen. Ich gewusst, dass wir wären hoch erfreut, wenn ihr mit uns nach Schalayan reisen und euch der Sache annehmen würdet. Während ihr um das Gestirn kämpftet, bemühte ich mich um den Mond als letzte Rettung. Dieser Pflicht habe ich mich noch nicht entbunden. Doch als es die Loporit nach unserem Planeten sehnte, tat sich eine Alternative vor mir auf. Und ich folgte meinem Herzen. Oh. Danke dir. Allein euch alle in guter Gesundheit zu sehen, bestärkt mich in meinem Entschluss. Während die Loporit in der Obhut des Rates der Philosophen verweilen, würde ich mich euch gern wieder anschließen. Dann lasst uns schnell nach Hause, bevor sich Uriangée in seinem Gewändchen auf den Tod holt. Mir klappern inzwischen auch die Zähne, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann zieht euch mal mehr an. Keine Sorge, mit derart vielen Loporit an Bord wird das Innere des Luftschiffes sicherlich lauschig warm. Okay.